Buongiorno, heute mal wieder aus meinem Keller. Ich habe es mal wieder runtergeschafft in die gute alte Butze. Und heute geht es um das hier. Eine komplette Hobelbank. Hobelbank? Ein Stück Sitroplatte. Nein, das ist eine ganze Hobelbank. Und ich zeige euch heute, wie man die billigste Hobelbank der Welt baut, ohne irgendeinen Schnickschnack, damit ihr euch ein paar Leisten hobeln könnt oder wenn ihr einfach eine Hobelhilfe braucht und keine Vorderzange oder sonst irgendeinen Kram habt, geht das hiermit genauso. Zeige ich euch gleich. Also ich habe hier ein Stück Restholz, habe ich irgendwo rumfliegen gehabt. Ich habe es nicht mal gemessen. Das ist etwa 16 mal 10 cm groß. So, was machen wir mit dem? Das werde ich euch gleich zeigen. Wir werden es natürlich erstmal zersägen, weil so funktioniert das nicht. Also, machen wir. So, hier schön Brett. Wie gesagt, das Ding ist etwa 16 cm lang. Dadurch ergeben sich drei wunderschöne Stücke. Machen wir mal 5,5 und 11. Das muss nicht alles genau gleich groß sein, das ist keine Wissenschaft. Das funktioniert mit Sicherheit auch so. Staubsauger schnell an. Zack. So. Zack. Das könnte man jetzt auch spitzer zuschneiden, aber das tut es auch völlig so. So, jetzt haben wir hier 4 schöne Stücke Holz. Was machen wir mit dem Zeug jetzt? Das kann ich euch ganz einfach zeigen. Jetzt gehen wir erstmal her und verpassen dem Ding einfach mal ein paar Löcher. So, wenn ich natürlich mein Zeug finde. Also, wir machen es mit den einfachsten Mitteln. Da bohren wir jetzt zweimal vor. Und hier bohren wir zweimal vor. So, das ist the place to be. Wenn ihr keine Werkbank wie ich habt mit Opferbrett drauf, ich habe dieses Brett hier oben drauf gespannt, das ist für mich ein Opferbrett, wenn ich da Löcher reinmache, Kratzer irgendwie drüber schleife oder sonst irgendwas, das ist mir völlig Wumpe. Bei einer schönen, richtigen Echtholzwerkbank würde ich das natürlich nicht machen, da würde ich mir irgendwie einfach ein Brett nehmen, das ich dafür benutzen kann, das entweder dann mit zwei Zwingen am Tisch festschrauben. Aber wie gesagt, ich habe mein Opferbrett, dann nehme ich hier die Geschichte. So, jetzt nehmen wir noch eine Holzleiste, die wir dazu brauchen, gerade so eine, und ein paar Schräubchen brauchen wir natürlich auch, Schräubchen fürs Träubchen. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir schöne Schrauben, ja, müssen gerade mal passen, so, ah, die sind ein bisschen zu kurz, nee, die sind klatschen wir die einfach mal hier rein. So, 1 und 2. Nochmal eine andere Holzleiste. Ich habe bestimmt auch hier irgendwas rumfliegen als Beispiel. Ja, nehmen wir gerade was Kürzeres. Noch. Das ist natürlich zu dünn. Nehmen wir gerade mal diese Geschichte hier. Das ist jetzt ein Stück Eiche, das wir mal ein bisschen abrubbeln wollen. Legen wir einfach hin, schrauben das hier
weiter hinten dran. So, etwa. Weil dazu können wir uns das dann als Maß nehmen, damit wir es nicht zweimal schrauben. Nehmen wir uns das Maß. So, einmal. Zweimal. Und ihr seht schon, worauf ich raus will. Mit diesen zwei Klötzen spannt man das Brett dann quasi in diese Richtung fest. Da gibt es dann 1000 Möglichkeiten, das zu machen. Ich würde jetzt persönlich einfach hergehen und sagen, ich nehme jetzt eine Schraubzwinge, eine Einhandzwinge und spanne die Geschichte hier einfach fest. Zack, lass dann los und dann hat das Spannung. Dann können wir den Hobel nehmen und da gerade mal drüber ziehen. So, schön, Ringelschwänzchen, geht einwandfrei. Und wenn man die ganze Geschichte dann wieder auseinandernehmen will, dann kann man einfach entweder ein bisschen fester ziehen oder die Dinger wieder auseinanderklappen. Aber vom Prinzip her funktioniert das einwandfrei, wie ihr gesehen habt. Das Ding hat richtig Spannung. Man kann da mit dem Teil hobeln und es kostet original kein Geld. Wenn ihr natürlich eine dünnere Leiste hobeln wollt, könnt ihr entweder hergehen und was drunter legen oder einfach dünnere Bretter nehmen. Da kann man dann ein bisschen spielen, ein bisschen variieren und selber ein bisschen die Rübe einschalten. Aber wie ihr seht, das funktioniert einwandfrei. Zack. Und wenn ihr keine Zwinge zur Hand habt, eine Einhandzwinge, nehmt eine Schraubzwinge. Wenn ihr keine Schraubzwinge zur Hand habt, nehmt einfach eine Wasserpumpenzange. Dann müsst ihr es aber dementsprechend so groß machen, dass die Zange natürlich auch drauf passt. Das kann man natürlich auch einkürzen. Die müssen ja nicht ganz so lang sein. Wenn ihr natürlich eine breitere Leiste oder ein breiteres Stück Holz abholen wollt, ist das schon von Vorteil. Ich habe das jetzt nur Pi mal Auge gemacht. Ich habe das vorher nicht ausgerechnet oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, das ist... funktioniert. Top die Bude. So, also hier kann man schon ziemlich viele kleine Ringelschwänzchen mitmachen. So, das ist die billigste Hobelbank der Welt. Und wenn man sie nicht braucht, vier Schrauben raus, kann man für alles Mögliche auch noch benutzen. Sei es drum, wenn man was schleift, um es festzuspannen oder sonst irgendwas. Muss ja nicht nur hobeln sein. Einfach nur um beliebige Sachen an eurer Tischplatte zu fixieren. So. So, ich hoffe, der kleine Werkstatt-Hack hat euch gefallen. Wie gesagt, mit einfachsten Mitteln könnt ihr euch dann die Hobelhilfe machen, oder einfach eine Spannhilfe, die eigentlich im Prinzip gar kein Geld kostet. Also, ihr Lieben, es ist Wochenende, ich werde mich jetzt auch lang machen. Wenn ihr Bock habt und einfach mal einen freien Finger drückt mal da unten auf Abonnieren. Ich würde mich unheimlich über euer Abo freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Klamauk, ne?